Willkommen zurück hier bei Pokémon Y und unser Held streckt sich schon für die ganz, ganz große Reise, denn die bleibt hier erstmal stehen, weil wir müssen erstmal hier die zwei, ja, Pfadfinder killen, töten, besiegen, sonst was. Und ja, mal gucken, wie weit ich in dieser Folge mal komme, weil in der letzten Folge musste ich hier leider zwei Parts machen. Warum das Ganze? Weil, ja, doch es über 30 Minuten ging und das konnte ich nicht einfach in einen Part reinschmeißen. Das Hochladen dauert dann auch sehr, sehr, sehr lange immer. Okay, gut. Ich setze mal als erstes die Attacke hier, die habe ich neu und ich will mal sehen, wie die aussieht. Falls ich sie nicht in der letzten Folge benutzt habe, aber ich glaube nicht. Naja, habe ich nicht. Das ist jetzt neu, okay. Gut, hat nicht jetzt viel gebracht. Kann ich auch nichts für. So. Jetzt nochmal dasselbe in Grün. Ja, ja. Ich muss hier was anderes einsetzen. Oh mein Gott. Was ist das denn da hinten? Ne? So, jetzt. Zack, hier. Oh, ich bin jetzt verwirrt. Das ist immer Standard. Das liebe ich. So. Bisaflor, mach du. Wieso macht Bisaflor nichts? Das gibt's doch gar nicht. Jetzt nach 100 Stunden. So, endlich mal eins weg. Bleibt noch ein Gegner übrig. So, sind wir dran? Ja. Gut, ich setze mal Petropumpe ein. Und du setzt mal Blättertanz ein. Ja. Sehr schön. Das war's mit Bisaflor. Yep. Naja. So, er ist immerhin verwirrt. Das ist schon mal sehr gut. Oh je, ich muss wirklich sehr schnell mein Pokémon Center besuchen. 50% meiner Freunde hier sind K.O. geschlagen worden. So, zack hier. Ich weiß, irgendwie funzt das nicht, aber jo, ne? Jetzt geht's. Passt doch. Er hätte es einfach gerade eben durchgelassen und dann wäre er schon weg. Gut. So. Ja, nicht wundern, warum ich jetzt, sag ich mal, die Tage ein bisschen, ja, sag ich mal, passiv war. Lag daran, dass ich sehr viel, sag ich mal, hier auch zu tun habe im echten Leben, nicht vor der Konsole. Und da habe ich es einfach nicht hinbekommen, die Parts hochzuladen, beziehungsweise auch zu produzieren. Denn ich bin ja generell nicht der Typ, der sehr viel vorproduziert, dass ich sagen kann, wow, ich habe jetzt 8 KP noch. Material für 8 Wochen oder 3 Wochen oder sonst was, habe ich leider nie. Maximal für 1-2 Tagen immer. So ist der, ja, Vorsprung bei mir immer. Und ja, ich hatte die Tage echt sehr viel zu tun. Ich kam sehr spät nach Hause immer. Und dann ist man halt kaputt von der Arbeit etc. Und ja, dann bleibt da nicht viel Zeit übrig. Und am Wochenende hatte ich jetzt eine Weihnachtsfeier, da ging auch nichts. Deswegen war das schon so ein bisschen schwierig mit allem. So, wie komme ich jetzt hier rüber eigentlich? Ach so, mit Surfer, stimmt ja, das ist ja so ein hohes Wasser. Ja, aber das ist halt der Dezember, da kann ich auch nichts für. Der ist halt stressig. Jetzt kommen noch weitere Feiertage wie der 24, 25, 26. Dezember. Da wird es auch schon ein bisschen, sag ich mal, kritisch sein. Aber ich hoffe mal, dass ich vorproduzieren kann und dann auch an den Tagen auch hochladen kann. Das werde ich auf jeden Fall mir mal auf den Plan schreiben. Oh, das ist ja schlecht, was ich gerade mache. So, ich muss hier mal wechseln. Ich muss das Pokémon mal wechseln. Wieso trete ich überhaupt gegen den an? Tschüss, ich will dich nicht. Ich hab keinen Bock auf dich. So. So, kann ich hier... Ah, kann ich, gut. Ja, wie gesagt, also tut mir erstmal leid, dass das so ein bisschen jetzt, ja, nicht regelmäßig hochkam, also die neuen Folgen. Aber das wird sich jetzt wieder ändern. Es gibt halt Tage... Ach, ups. Es gibt halt Tage, wo es halt ein bisschen kritisch ist und, ja...
besonders der Dezember, wie gesagt, da sind sehr viele Feiertage, Vorbereitung für Weihnachten, Geschenke kaufen etc. Also da hat man echt viel zu tun. So, ich lasse das erstmal so. Die anderen habe ich keinen Bock hier zu beleben, denn ich gehe einfach ins Pokémon Center. So, wer ist denn da? Wer ist es? Wer ist es? Ach hey, Utrigaria. So, dich kill ich erstmal weg. Beziehungsweise, keine Ahnung, gar keine gute Kombination gerade, aber okay. Bam. Bam, 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 bam. Daneben. Nochmal Kaskade. So, zack. Weg. Dankeschön und tschüss. Ja, viele fragen mich, wo habe ich das X-Glurak her? Ganz einfach. Also jetzt in diesem Part sieht man das irgendwie jetzt nicht, weil es tot ist. So jetzt. Ich habe es getauscht. Also gehört auch nicht für immer mir, denn der Kollege möchte es irgendwann mal schon wieder haben. Aber ich kann um dieses Glurak kämpfen. Das heißt, wenn ich ihn in einem Pokémon-Kampf besiegen kann, kriege ich es auch, aber leider ist das zurzeit gar nicht möglich, denn seine Viecher sind richtig gut trainiert, sie haben richtig geile Werte und da sehe ich einfach nur schlecht aus, also da kann ich einsetzen, was ich will, sogar Legendäre kann ich einsetzen, ich würd einfach versagen, weil ja, ich habe meine Pokémon nicht gezüchtet, ich habe sie einfach nur gefangen oder bekommen und dann, ja, los trainiert, mehr nicht, das war's dann schon, aber früher oder später, sage ich mal, sag mal, nach der Pokémon-Liga kann man sich auf das fixieren. Dann kann man sich die Pokémons mal genau, also die Pokémon genauer anschauen, was für Fähigkeit die haben, wo sind ihre, ja, besten Werte, wie kann man das reinpacken, braucht man zwei Tanks, ein Tanks, ein oder so ein Kram. Also, dann kann man das richtig schön kombinieren. Aber das erst alles nach der Pokémon-Liga will ich machen, weil jetzt ist noch Story da, also Story-Bedarf. Und für diese Story, die hier jetzt, sag ich mal, vorhanden ist, brauche ich überhaupt nicht so starke Pokémon. Also, da reicht vollkommen aus, das Team hier. Weil das Niveau hier ist ziemlich gering, also vom Schwierigkeitsniveau. Also, das ist ja nicht schwer und ja, da reicht das vollkommen aus. Aber später, richtige Pokémon-Online-Kämpfe, da braucht man, sag ich mal, schon eine Taktik, ein gutes Team und auch sehr gute Werte, ne? So, 68, sehr schön. Ne, bleiben wir erstmal so. Eigentlich habe ich mich in so Sachen wie Abwechseln von Pokémon sehr gemeistert, denn früher habe ich immer einen Starter-Pokémon gehabt, das war dann Shigi. Und mit denen habe ich einfach alles durchgerusht. Ich hatte zwar noch zwei, drei Viecher in meiner Tasche, ne? Aber die wurden nie trainiert von mir, ne? Also gar nicht trainiert. Die waren immer 20, 30 Level unter dem Pokémon, was ich jetzt, sage ich mal, eine Spitze habe. Und ja, falls es gestorben ist, habe ich die einfach, die anderen dafür benutzt, dass ich den wieder beleben kann, ne? Das war's dann auch schon. Und das war ja gar keine gute Technik. Und jetzt hier, wenn ich mir das mal so anschaue, meine Parts. Ja. Okay, gut, jetzt. Ja, da oben unten ist ja noch was, sehe ich gerade. Wie komme ich da hin? Ah, von der Seite. Sehe ich ja, ich benutze ja fast alle, ne? Immer mal den, mal hier den. Ah, das ist Feuertyp, dann benutze ich den. Damals habe ich das gar nicht so gemacht. Einfach draufgehauen mit einem Pokémon. Das war immer Max-Level und ja, das reicht dann vollkommen aus. Dann hat man später einen Mew bekommen mit Level 70 oder so. Dann hat man das auch noch ein bisschen hochgepusht, weil es schon bis Level 70, ja, hochgelevelt wurde. Nee, was wollte ich mit dir? Tschüss. Ich hab Bock auf dich. So. Aber hier ist eine nette Dame. Da ist sie schon. Hallo. Hallo. Die Info da unten könnt ihr einfach wie immer ignorieren, denn das Netzteil ist dran. Sag mal, weißt du eigentlich, was man unter Parcours versteht? Ja. Schon ein bisschen, ne? So, zwei Pokémon. Emolga. Gegen Quaiutsu.
Emolga ist ein Flug-Pokémon, kann aber nicht fliegen. Das ist immer, ja, das ist sehr witzig. Also das habe ich ja selber ja, in meiner Pokémon-Box erfahren, dass das Viech einfach nicht fliegen kann. Obwohl es ein Flug-Pokémon ist. Ist halt heute so, ne? Geht ja nicht. So. Groink. War das Groink? Ja, Groink. Hallo, Groink. So, ich setze gegen dich auch mal Surfer ein, weil es so schön ist, einfach so rumzusurfen und ja, dann kriegst du einfach das Wasser ab. Wie das sich bewegt. Richtig sportlich. Der Kollege vorne. So, zack. Okay, das war's. Groink, groink. Danke, 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 danke. Quaiute erreicht Level 63. Was ich erfahren habe, das ist... Ich weiß nicht, ob das wahr ist, denn... Ich weiß es einfach nicht. Aber das Shiny Quaiute sollte schwarz sein. Und das ist ja verdammt geil. Also, Shiny Froxy ist, glaube ich, grünlich oder weiß. Eins davon, ich weiß jetzt nicht ganz genau. Oh, hier kann ich Stinks Stärke einsetzen. Okay, nach vorne. Und ja, danach... Quaiute ist dann schwarz, also schwarz, blau. Hat jemand von euch schon aus der sechsten Generation irgendwelche Shiny-Pokémon oder noch keiner? So, zack. Das würde mich auch schon ein bisschen interessieren. Denn durch diese, sag ich mal, Online-Box... Hä, wie kriege ich das hier hin? Es kommt jetzt im Dezember hier diese Tausch-Online-Box für 5 Euro einmal bezahlen und man kann die Pokémon da drauf tauschen. Da kann man ja, sag ich mal, von der alten Generation alle Shinies reinholen. Also von der 5., 4. Generation oder sonst welche, ne? Aber nicht von der 6., weil in der 6. müsst du schon hier, sag ich mal, die Sachen züchten. Deswegen ist die 6. Generation ein bisschen schwieriger mit den Viechern. So, wie mache ich das jetzt hier? Ich bin verwirrt. Nee, ach so, ich hab's. So, zack. Nee, das war jetzt fail. Das war jetzt richtig fail. Gut, kann ich jetzt nichts machen. Ich muss hier den Screen irgendwie verlassen, dass ich da jetzt wieder noch einen Versuch kriege. Aber jetzt leider nicht. Naja, was soll's. Dann halt nicht. Ist bestimmt ein Top-Beleber oder Top-Trank oder sonst was. Nichts Wichtiges. Keine versteckt so wichtige Sachen, so schwer, ne? So, Flucht, tschüss. Kein Bock auf dich. So, ab nach oben mit dir. Zack, da oben nochmal. Jip, jip, jip. Ups. Achso, das ist die Abkürzung hier, glaube ich. Genau. Okay, jetzt gehen wir mal hier raus. Gegen die haben wir ja gekämpft. Hier waren ja unsere Freunde unterwegs, haben uns da festgehalten. Und jeder wollte mal kämpfen gegen mich, warum auch immer. Voll süchtig danach gewesen. Oh, hallo Zwillinge, wie geht's euch denn so schön? Der Schlüssel zum Erfolg liegt darin, Frust und Bitterkeit einer Niederlage in den Ansporn zum Sieg umzuwandeln. Kann sein, muss aber nicht sein, man weiß es nie, ne? So! Aha, noch so eine, ja, Weihnachtsstadt will ich jetzt nicht sagen, aber eher so ein Eisgebiet, ja, Schneegebiet, sonst was. Oh, Pokémon Center, her damit. Passt jetzt zum Dezember, leider schneit es hier bei uns nicht. Noch nicht, mal gucken, wie es wird. Ich hoffe mal auf weiße Weihnachten, das wäre gar nicht mal so schlecht. Denn das sieht dann wiederum alles noch geiler aus. So, danke, danke. Gut, ja, was machen wir jetzt? Da ist unser Freund wieder. Hey, ich hab gar keinen Bock mit dir mehr zu reden, weil du immer dasselbe sagst. So sieht man sich wieder. Wie läuft's, altes Haus? Du weißt ja, ich bin Mr. Miteinander und ich trage das Wort über die O-Kraft in die Welt hinaus. Ich frage dich besser nur zur Sicherheit. Soll ich dir die O-Kraft erklären? Nein. Hey, alles klar. Du weißt eben Bescheid, altes Haus. Ja, den Sinne empfange meine Kraft mit der Miteinander und ja.
Jo, 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 jo. So, danke, danke. Das war's erstmal. Dann gehen wir mal hier fix raus. Diese... Ich weiß nicht, das Netzteil ist drin und trotzdem nervt mich das irgendwie, keine Ahnung. So. Hier wird jetzt 100%... Ah, da ist die... Ah! Arena! Das ist die 8. Arena hier. Okay. Also letzte Orden kann man hier jetzt holen. Den letzten Orden, ey. Okay. Was mit dir? Hallo? Hallo? Dank der kalten Luft, die aus der Arena entweicht, kommt hier im Sommer jeder ohne Klimaanlage aus. Okay. Wie heißt dieser Kerl noch gleich mal hier? Wie heißt er nochmal? Na hier, der. Ja, genau, Flordelis. Wenn schon Großwahnsinnige das richtig... Hätte er den Bürgern von Carlos versprochen, sie zu retten, wäre ihm bestimmt noch mehr gefolgt. Ja, könnte sein. Da oben ist auch einer. Hier ist ein Haus. Da ist ein Pokémon. Ich brauche so eins, ne? Ich habe seinen Megastein. Wäre gar nicht mal so schlecht, wenn ich so eins bekomme. Oh, diese Batterie da unten nervt mich. Weg mit dir. So. Ja. Gehen wir mal rein. Mal gucken, was da drin ist. Och ne, hier ist einfach nur ein Haufen voller komischer Menschen drin, die überhaupt gar nicht hier passen. Die Karate-Kid-Tussi da hinten. Und dann hier noch so ein Vogel. Das schaue ich mir in der nächsten Folge mal an. Die will ich jetzt nicht alle ansprechen. Oh, bei sonnigem Wetter friert meine Pokémon nicht ein. Ja, ja. So, bleib mal stehen. Aber hier ist nichts zu holen. Das sind einfach so Dekorationshäuser, glaube ich. Viel hier ist nicht zu holen. Nein. Nächstes Mal. Vielleicht in der nächsten Folge. So, dann gehen wir mal halt ein bisschen raus noch. Komisch ist, dass der... Die Arena wird da jetzt, sag ich mal, von den Typen... Nein! Oh, geschützt. Ich komme da eigentlich gar nicht rein, ne? Also... Wenn ich wollte, könnte ich da jetzt nicht rein, denn der Typ lässt mich da jetzt nicht durch. So, hier. Auch so ein normales Haus. Viel nachher will unten essen, sehe ich gerade. Kriegt aber nichts zu essen. Kriegt gar nichts. Sei gegrüßt, zukünftiger Champ. Wie geht's, wie steht's? Wenn du nach dem Arena-Leiter suchst, der ist momentan leider außer Haus. Er sollte sich irgendwo im Irrwald aufhalten. Im Irrwald, also da hinten irgendwo, das schauen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge an, denn die wird dann ein bisschen vielleicht größer, weil plus Arena-Kampf, ich bin immer so ein Fan, wie gesagt, alles in einen Part reinzuhauen und nicht in getrennter Arena-Kampf, das ist immer so, nee, das ist kacke. So, ja gut, dann verabschiede ich mich jetzt erstmal und dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Und falls euch das Video gefallen hat, wie immer Daumen hoch, kommentieren und ja, dann bis zur nächsten Folge, euer Sakatiess.